Wir befinden uns in Südspanien, in der Nähe von Córdoba. Vor uns liegt eine Herde Mufflons und wir sind bis auf Schussdistanz herangepirscht. Ich wollte den Widder nicht im Liegen beschießen und wollte warten, bis er aufsteht. Was ist passiert? Habe ich gefehlt? Wir mussten nach dem Anschluss schauen. So, hier ist er, mein erster Muffelwidder in Spanien. Ich bin super glücklich, wie das gelaufen ist. Wir sind hier durch eine Wahnsinns-Korkplantage gepirscht. Wir haben überall Hügel und Täler und mussten super vorsichtig sein. Haben es immer so gemacht, dass wir praktisch auf den Kamm geschlichen sind und dann runter geglast haben. Und hier haben wir den Widder gesehen. Der war bei einer Gruppe Schafe. Und ja, ich wollte ihn dann nicht im Liegen schießen, sondern ich habe gewartet, bis er aufgestanden ist. Es war wirklich super gemacht von unserem Pirschführer. Wir hatten die Sonne im Rücken, den Wind im Gesicht und das war auch der Grund, warum uns die Muffel nicht gesehen haben. Und so mussten wir nur warten, bis das Stück aufsteht. Der Muffel stand auf knapp 140 Meter auf und ich konnte einen sauberen Schuss antragen. Ich hatte am Anfang die Befürchtung, dass ich den Widder etwas unterschossen habe. Ihr seht das wahrscheinlich auf dem Video, wie er direkt nach links abzischt. Und ich hatte heute, als wir die Waffe eingeschossen haben, habe ich auf 92 Meter geschossen und lag mit meinem, ja, der Treffpunkt lag etwas unter dem schwarzen Fleck, auf dem ich gezielt habe. Und dann habe ich gedacht, oh, wow, wow, was passiert? Habe ich ihn wirklich unterschossen? Dann haben wir aber den ersten Schweiß gefunden und das war ganz klar ja, ein tödlicher Treffer. Wenig Lunge, aber es war blasiger Schweiß da und somit war eigentlich klar, dass er liegen muss. Ja, und ich super glücklich. Als ich am Anschuss keinen Schweiß gefunden habe, habe ich gedacht, Heiland, wie kann das passiert sein? Aber scheinbar haben wir einfach nicht genau genug geschaut. Und dann hat es auch keine, die Jungs sind weiter nach links vorgelaufen und dann, während ich noch nach dem Anschuss gesucht habe, hieß es Muffel tot und Congratulations Stefan und somit war klar, okay, er liegt. Zeit, den Muffel aus der Decke zu schlagen und zu zerwirken. Da es sich um meinen ersten Widder handelt, habe ich mich für ein Schulterpräparat entschieden. Mein Lieblingspräparator Daniel Schwarz bittet mich immer darum, genügend Decke mitzubringen. Deshalb schneide ich erst hinter dem Sattel die Decke nach unten ab. Mittagspause in Spanien. Unser Gastgeber Enrique hat etwas ganz Besonderes für uns vorbereitet. Der absolute Wahnsinn. Wir haben gerade den Mufflon abgezogen und bringen ihn morgen zum Taxidermy und
Ich komme hierher und die haben so einen Tisch aufgebaut. Absoluter Wahnsinn. Mit so einem Blick warten wir jetzt auf Lamm. Es gibt Lammrücken und das Feuer brennt schon. Ich habe ein kaltes Bier in der Hand. Nach mehr kann man echt nicht fragen. Bleibt mal Zeit. Ein Wahnsinns erster Tag geht für uns heute in Spanien zu Ende. Wir waren super erfolgreich, wir hatten ein wunderschönes Mittagessen mit ein bisschen Rotwein. Wir haben die Abendstunden genutzt, um uns das riesige Revier von unserem Gastvater anzuschauen. Wirklich, soweit das Auge reicht, gilt sein Revier. Ist der absolute Wahnsinn. Und wir haben einfach geschaut, ein bisschen hier in den Hängen ab und zu eine Herde von Rotwild gesehen, eine Herde Muffel gesehen. Echt Wahnsinn. Wir sind morgen wieder hier und schauen mal, was passiert. Morgen ist das Ritual in Spanien mit Luis. Als allererstes mal einen Kaffee holen. Die Sache ist hier immer schon super belebt und der Kaffee ist der absolute Wahnsinn. So safe on Spanien hat eine starke Rotwildpopulation. Wir haben uns früh getroffen, um den heutigen Tag zu planen. Wir haben einen freistehenden Widder ausgemacht. 300 Meter. I think the best plan will be go there. Ich muss die Umgebung zu meinem Vorteil nutzen und bis auf 250 Meter ran. Great shot, well done, well done. Oh, we really did it. That's exactly what we were here for. What a great long range shot. We measured the distance, it was 244 meters, 245 from there. So I got a stable position, backpack was useful as hell. Went down and zeroed on the animal and took a clean shot. Really, really nice. Couldn't have been any better. Couldn't have been any better.
Hier ist er, mein zweiter Mufflon in Spanien. Es hätte nicht besser laufen können. Wir hatten eine Traumpirsch. Und ich bin super glücklich, dass ich den noch erlegen durfte. Wir hatten einen recht bedeckten Morgen und es war relativ wenig Wild auf den Beinen. Die Pirsch war enorm anspruchsvoll, weil ihr seht ja das Gelände, die ist einfach enorm hügelig und mit ganz viel Dickpush, also Dickung, wo sich die Muffel wohlfühlen, wo sie viel Esung finden und wo sie aber auch super schnell verschwinden können. Und dann haben wir den hier auf dieser Freifläche, auf der kleinen, stehen sehen. Und ich habe die Entfernung gemessen, 250 Meter, das heißt im Bereich des Machbaren. Das ist wirklich der Vorteil an der RWS Speedtip. Als ich mir die ballistischen Daten angeschaut habe und mir überlegt habe, okay, wann, was für ein Kaliber möchtest du auf die Reise mitnehmen, und ich auf die Speedtip gestoßen bin, habe ich gesehen, dass halt du im Endeffekt bis 250 Meter keine Haltepunktänderung hast. Du musst weder am Ballistikturm rumdrehen, noch irgendwie Hochblatt anhalten bis 250 Meter. Wenn du auf 209 Meter GEE eingeschossen hast, macht die Kugel genau das, was sie soll. Die Pirsch war super, super spannend, als mein Guide Enrique, der auch Landbesitzer hier ist, den Mufflon ausgemacht hat, wussten wir, okay, der Schuss ist zu weit, um ihn vom Pirschstock zu machen. Deswegen wollte ich auf dem Boden liegen und vom Rucksack ausschießen. Und an der Position, wo wir waren, wo wir ihn gesehen haben, konnten wir das nicht machen. Er hat mir dann gesagt, dass ich im Endeffekt auf eine kleine Freifläche pirschen soll, das alleine am besten mache. Und die letzten Meter musste ich robben und ja, dann habe ich mich nochmal vergewissert, auf wie vielen Metern er wirklich steht. Bin nochmal hoch, habe mit dem Entfernungsmesser gemessen, 244 Meter waren es. Ja, und dann ging es darum, schnellstmöglich eine sichere Schussposition zu finden. Und dann musste ich mich eigentlich nur noch auf den Abzug konzentrieren. Langsam den Druck erhöht, Schuss ist gebrochen und der Muffel lag im Knall. Genau so, wie es sein soll. Okay. Es handelt sich hier nicht um eine reine Trophäenjagd, sondern natürlich verwenden wir jeden Mufflon, der geschossen wurde. José ist der Gamekeeper, den sehen wir da gerade da hinten. Das ganze Fleisch ist für ihn und das ganze Wildbrett ist für ihn und für einen guten Freund von ihm. Und ich wollte ihn eigentlich selber aufmachen, hat er aber nicht gewollt, hat gesagt, so, ich zeig dir Deutschen jetzt mal, wie das läuft. Jetzt schauen wir mal zu, wie er das macht. Unglaublich, wie schnell José ein Stück zerwirkt. Innerhalb von 5 Minuten war alles eingepackt und wir konnten weiterziehen. Wunderschöne Jagdtage hier in Córdoba, ganz im Süden von Spanien, gehen zu Ende. Wir haben erfolgreich an 2 Tagen auf Mufflon gepirscht und ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie groß das Gebiet hier ist. Die Muffel sind eigentlich nicht heimisch in Spanien, sondern sind Anfang der 60er Jahre hier eingeführt worden und aufgrund der hügeligen Landschaft, des trockenen Klimas und der vorhandenen Esungen fühlen sich wohl und haben sich eigentlich im ganzen Süden und bis hoch in den Norden teilweise ausgebreitet. Ich bin absolut fasziniert von dem Trip, von der Wildart. Mein Gastvater hier war absolut gastfreundlich, ne? Kann man das gar nicht sagen. Wir wurden mit offenen Armen empfangen. Das Essen, das Lunch
mit so einer Aussicht an dem Hügel, mitten im Nirgendwo. Die haben echt keine Kosten und Mühen gescheut. Und wieder, Louis, vielen Dank, du hast das möglich gemacht. Ich bin dir sehr dankbar. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Das hilft uns nämlich, genau solche Abenteuer für euch zu machen und das Ganze auf Kamera zu bannen. Und genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind nahe unserer nächsten Hunting Destination, Jagddestination. Und zwar die Monteria findet hier bald statt. Und wir sind in einer Stadt, die heißt El Rocío. Und völlig verrückt, die Häuser sehen aus wie im Wilden Westen und überall sind Pferde und es gibt keinen richtigen Belag auf den Straßen, sondern alles ist voller Sand. Und die Leute feiern gerne. Also was gerade passiert, Louis als Iberania TV und Fernsehpersönlichkeit wurde auch hier erkannt und wird jetzt interviewt. Oh.